Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Wir machen heute einen Coleslaw. Das ist ein amerikanischer Krautsalat auf Mayonnaise-Basis. Super lecker, passt perfekt zu gegrillten, zum Beispiel Spare Ribs. Oder auch hervorragend, wenn man einen Burger macht, um den in den Burger zu machen, zu Pulled Pork. Also lohnt sich auf jeden Fall nachzumachen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Rezept. Für unseren Coleslaw-Salat habe ich hier einen Spitzkohl. Ihr könnt aber auch ganz normalen Weißkohl nehmen, eine rote Zwiebel, eine relativ dicke Karotte. Und zum Marinieren nehme ich eine Mayonnaise, eine selbstgemachte. Ihr könnt natürlich auch eine gekaufte nehmen, aber tatsächlich geht selbstgemachte Mayonnaise so einfach, dass es sich wirklich lohnt, das selber zu machen. So, und für diese Mayonnaise habe ich hier ein bisschen Milch, 70 Milliliter, 140 Milliliter neutrales Öl, Sonnenblumenöl in dem Fall. Nehmt bitte kein Olivenöl, weil das schmeckt einfach nicht in der Mayonnaise. Das ist viel zu stark im Geschmack. So, dann habe ich hier noch einen Teelöffel Senf, Salz, Pfeffer und ein wenig weißen Essig. Ihr könnt Balsamico-Essig nehmen, Apfelessig. Ihr könntet sogar Zitronensaft nehmen, was euch da am liebsten ist. So, als erstes schnibbel ich mal mein Gemüse, die Zwiebeln und die Karotten. Die Zwiebeln schneide ich nach Möglichkeit in sehr, sehr dünne Streifen. Dafür schneide ich einfach hier den Strunk schräg raus und dann von der Seite gehe ich immer weiter nach oben. Bei der Hälfte drehe ich die Zwiebel und mache das gleiche weiter. Brauche ein kleines bisschen Übung. Für die Karotten könnt ihr zum Beispiel eine Vierkantreibe nehmen oder aber, wenn ihr habt, hier so eine Mandoline und dann immer den Schutz auch mit benutzen, weil die Dinger sind voll höllisch scharf. So, auch die gebe ich hier in meine Schüssel. Die Endstücken könnt ihr entweder von Hand weiter reinschneiden oder snacken. So, beim Weißkohl schneide den Strunk ein wenig ab, nicht zu viel. Mache die äußersten Blätter erstmal ab. So, und dann halbiere ich mir den. Wichtig ist, dass wir den Strunk nicht komplett rausschneiden. Gleiches ist eigentlich beim Weißkohl. So, und dann könnt ihr den hier schön dünn runterschneiden. Je dünner ihr den Kohl schneidet, umso besser schmeckt das nachher. So, dann geben wir das ebenfalls in die Schüssel. Krautschneiden ist übrigens die perfekte Möglichkeit, eure Messerfähigkeiten zu üben. Wer dazu ein Video braucht, der findet das da oben. So, ich salze das jetzt schon mal ein wenig vorab und knete das ein bisschen durch, besonders das Kraut. Bei den Karotten ist das nicht unbedingt notwendig. Und dann sehen wir auch, ob uns das reicht, denn das fällt nämlich schnell zusammen dann. Klein bisschen Kraut kann man da noch dazu schneiden. So, das reicht mir jetzt aber. So, kommen wir zu der Mayonnaise. Ich habe hier 70 Milliliter ganz normale Milch. Es geht aber auch, wer es vegan halten möchte, mit Sojamilch. Ich mache ein bisschen eine andere Mayonnaise. Ich mache sie ohne Eigelb. Funktioniert ganz genauso gut. Und geschmacklich ist die wunderbar. So, 70 Milliliter Milch, guter Esslöffel Senf. Der Senf ist ganz, ganz wichtig für die Bindung. Den könnt ihr nicht weglassen, denn darin ist der Emulgator, den wir brauchen. So, dann würze ich mit Salz. Ihr könnt immer im Nachhinein auch noch ein bisschen würzen, natürlich. Pfeffer aus der Mühle. Und das war's schon fast. Jetzt braucht ihr einen Mixstab und dann pürieren wir das Ganze erstmal ein bisschen vor. So, hier habe ich 140 Milliliter Sonnenblumenöl. So, und hieran lasse ich jetzt dieses Öl langsam laufen unter ständigem Mixen, bis die Mayonnaise dickflüssig wird.
So, und schon ist die Mayonnaise fertig. So, ich gebe jetzt hier noch ein bisschen Essig rein. Etwa ein Esslöffel, anderthalb. Kann ruhig ein bisschen mehr sein, weil wir brauchen das ja als Dressing für den Salat. So, dann probieren wir die Mayo mal. Sehr gut. Die ist jetzt so eigentlich perfekt. Ich mache sie noch einen Touch saurer, weil der Salat eben gleich die Säure auch ein bisschen aufnehmen wird. Also ich gebe hier ruhig noch einen zweiten Esslöffel Essig rein. So, ich gebe jetzt hier auch alles rein. So, dann könnt ihr ruhig noch ein bisschen Pfeffer dazugeben. Und zum Durchmischen nehmt ruhig die Hände. Ist die beste Art, so einen Salat einfach ordentlich durchzumischen. So, und jetzt könnt ihr den noch abschmecken bei Bedarf. Eben noch mehr Salz, noch mehr Pfeffer, ein bisschen mehr Säure. Jetzt probieren wir das mal. Also ich liebe einfach diesen Salat. Der ist so schön knackig, schmeckt lecker. Und das als Beilage zum Beispiel zu eurem gegrillten Fleisch. Richtig, richtig gut. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt Lust bekommen, den Salat nachzumachen. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Auch euer Feedback ist mir immer sehr willkommen in den Kommentaren. Und natürlich freue ich mich umso mehr, wenn ihr neu bei mir seid, wenn ihr mir hier unten ein Abo dalasst. So, damit sage ich Tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.